Wollverrückten. Ich bin's wieder, Astrid aus Nikolas Strickgruppe. Also heute bin ich ganz gespannt. Nikola stellt euch was ganz, ganz Tolles vor. Ich hoffe, es gefällt euch. Hallo ihr Lieben. Heute zeige ich euch was ganz Weiches, Kuscheliges, Tolles für den Winter, die wir hoffentlich noch bekommen. Momentan sieht es nicht so aus, aber ich habe noch Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Schnee und Eis bekommen. Also, diesen Schal, die Anleitung dafür, findet ihr bei unserer liebe Claudetta Crochet. Ich habe die Anleitung von ihr, weil ich bin eigentlich die Strickdame, ihr wisst das. Aber ich habe mich dran gewagt und ich finde es wirklich eine ganz tolle Anleitung. Sie hat es als Herrenschal gemacht und ich habe es als Damenschal gemacht. Wir haben gestrickt aus Mohair und einen dreifädigen Bobbel, Unifarbe. Und das ist dabei rausgekommen. Ich zeige euch heute, wie man diese Umrandung macht. Ich zeige euch, wie, könnt ihr sehen, da sind immer 4 bis 5 Maschen. Das sind Doppelstäbchen in ein Loch. 1, 2, 3. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, und jetzt zeige ich euch, wie das so funktioniert. So, ihr Lieben, wie ich eben schon erwähnt habe, die Anleitung für den Schal ist von unserer liebe Claudetta Crochet. Ich zeige euch lediglich, wie man die Rüschenumrandung macht. Ich benutze dafür eine 4er Häkelnadel, 4 mm und einen dreifädigen Restbobbel von Uni. Das andere ist hier zwischen gemogelt und gemischt. Und das hier ist, wie gesagt, einfach nur Doppelstäbchen. Und wie das jetzt alles so funktioniert, zeige ich euch jetzt. Also, wir haben unsere Masche, die Luftmasche. Wir wickeln zweimal den Faden um die Nadel, gehen in unser Loch rein, gehen mit unserer Nadel durch 2, ziehen nochmal durch 2 und ziehen nochmal durch 2. Das sind doppelte Stäbchen. Und in jedes Loch erstmal immer versetzt. Einmal 5 doppelte Stäbchen in ein Loch, 4 doppelte Stäbchen in das nächste Loch, 5 doppelte Stäbchen in das nächste und 4 in die danach kommende. Wie man die Ecke macht, zeige ich euch dann gleich. Also, wir machen jetzt nochmal gemeinsam einen Doppelstäbchen. Zweimal den Faden um den Häkelnadel wickeln. Meine Güte, Sieger. Faden holen, durchs Loch. Faden nochmal holen, durch 2 Maschen. Durch 2 Maschen und nochmal durch 2 Maschen. Und nochmal zweimal den Faden um den Häkelnadel wickeln. Durchs Loch, Faden holen, durch 2 Luftmaschen. Nochmal durch 2 Luftmaschen und nochmal durch 2 Luftmaschen. Hier haben wir schon dreimal einen doppelten Stäbchen. Und wir werden noch zweimal um den Häkelnadel wickeln, durchs Loch, Faden holen, durch 2, durch 2, durch 2. Und da haben wir 4-mal. Noch einmal. Zweimal umwickeln, den Faden holen, durch 2 Maschen, durch nochmal 2 Maschen und durch nochmal 2 Maschen. Und hier könnt ihr sehen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Doppelstäbchen. Und hier ist unser nächstes Löchlein. Hier machen wir 4 Doppelstäbchen rein. Und wenn wir da am Ende sind, sehen wir uns wieder und ich zeige euch, wie man die Ecke zu Ende häkelt und wie man unsere Arbeit dann verbindet und dann sind wir fertig. Musik.
Und jetzt sind wir hier angekommen, wo wir unsere Rüschen verbinden in diese Ecke. Wir haben ein Ersatzstäbchen gemacht aus 3 Luftmaschen. In diesen Ersatzstäbchen, ganz oben die erste Masche, stechen wir durch, holen den Faden und ziehen durch. Und somit haben wir verbunden. Dann ziehen wir unseren Faden ein bisschen weiter, ein bisschen höher. Normalerweise nehmen wir eine Schere, aber so unvorbereitet wie ich bin, habe ich keine Schere. Also ziehe ich jetzt meinen kleinen Knäuel durch und wir ziehen unsere Luftmasche fest. Und somit haben wir unsere Ecke verbunden, unsere Rüschenecke verbunden. Wir schneiden hier ab, ungefähr, ich sag mal, 15 cm, schneiden ab, zack, mit einer Schere, die ich nicht habe, und vernähen dann unseren Faden. Und fertig haben wir unseren wunderschönen Schal. Wie gesagt, Claudetta Crochet bei YouTube. Und von uns kommen die schöne Rüschenkante. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns auf Bilder in den Kommentaren vielleicht sogar. Wir freuen uns auf Bilder von eure Werke. Habt ihr schön heute, ihr Lieben. Tschüss! So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne, lasst uns ein paar liebe Worte da. Wir freuen uns über jeden von euch. Tschüss!